Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video mit dem Titel Mega Crash. Heute ist ein ganz besonderes Datum, vielleicht weißt du auch, was heute passiert ist. Vor 5 Jahren gab es einen Mega Crash. Du siehst hier im Hintergrund einen Chart mitlaufen. Ein Chart, den ich dir gleich erklären werde und der momentan auch einige spannende Implikationen aus der Intermarket-Analyse gibt. Du siehst, der Chart läuft sehr langweilig seitwärts. Und wir sehen ungefähr einen Kurs von 1,20, damals Oktober, November, Dezember 2014. Wenig ist passiert, der Chart läuft vor sich hin. Und viele Marktteilnehmer vergessen manchmal auch das Risiko eines schwarzen Schwans, wie schnell es an der Börse auch zur Sache gehen kann. Das, was du gleich sehen wirst, ist der größte Crash, den ich in den letzten 20 Jahren bei den entwickelten G10-Währungen tatsächlich erlebt habe. Hier siehst du den Ausbruch nach oben, weil es Äußerungen gab vom Zentralbankchef, der entsprechenden Zentralbank, der sich geäußert hat, dass hier keine Bedenken sein sollten, dass diese Währung entsprechend massiv aufwertet. Und du siehst hier 6., 7., 8., 9., 10. Januar und dann peng, passiert es auf einmal mit einem Schlag deutlich. Und wenn du länger an der Börse bist, weißt du, was da passiert ist und da reicht der Chart gar nicht aus. Hier hast du wirklich den größten Crash aller Zeiten gesehen. So viel Platz ist im Chartprogramm quasi gar nicht. Den größten Crash aller Zeiten und es handelt sich im Währungsbereich der G10 um den Euro-Schweizer-Franken-Crash. Damals genau vor 5 Jahren, am 15. Januar 2015, hat diese Währung massiv verloren. Ich weiß das so genau, weil ich damals auch verantwortlich für den Schweizer Franken war bei meiner damaligen Fondsgesellschaft und solche Bewegungen um über 20% natürlich absoluter Wahnsinn sind. Da sind einige Broker damals pleite gegangen. Selbst die Aktie von Interactive Brokers ist an diesem 15. Januar um über 10% gefallen. Und es hat natürlich ein ganzes Marktregime extrem verändert. Man hat gedacht, die SNB, also die Schweizer Zentralbank mit ihrem Chef, dem Jordan, wird den Schweizer Franken weiter stützen, wird also entsprechend den Schweizer Franken verkaufen und den Euro und andere Währungen kaufen, um den Währungspeg bei der 1,20 zu halten. Hier im Dezember auch nochmal die Äußerung, dass es definitiv der Fall sein wird. Und dann wurde eben völlig überraschend am 15. Januar dieser Peg gelöst. Das ist auch spannend, wenn man sich das saisonal anguckt und die Frage haben wir am Montag in der Ausbildung diskutiert, sind Saisonalitäten alleine eine gute Möglichkeit, um die Börse zu traden? Es ist sicherlich eine Möglichkeit, sich um entsprechende Kursprognosen zu nähern, aber sicherlich nicht die einzige. Und ich werde ja auch gleich ein Beispiel zeigen im Euro-Schweizer-Franken, wo es eben extrem falsch ist, nur auf diese Januar-Saisonalität zu gucken, weil hier natürlich das kausale Event, also dieses eine Ereignis, der eine böse schwarze Schwan, komplett außen vor gelassen wird. Aber erlaubt mir doch kurz, auf die aktuelle Situation einzugehen. Ich hatte ja einige Videos auch schon zum Schweizer Franken gemacht, bin immer wieder auch darauf eingegangen, dass ich den Schweizer Franken eher festsehe, also hier die Kapitalflucht raus aus dem Euro, rein in den Schweizer Franken. Und momentan ist es sogar so, dass wir auf einem 2-Jahres-Hoch im Schweizer Franken stehen, bei 1,0758. Hat ja auch verschiedene Trades beim Live-Trading gemacht, Schweizer Franken Long, Euro Short. Und ich finde es schon erschreckend, dass eben hier diese ganze Bewegung, also genau das Gap Close, auch mittlerweile aufgelöst wurde und wir hier mittlerweile auch Richtung 1,07 und sogar tiefer traden, zeigt einfach für mich, dass extreme Kapitalflüsse in den Schweizer Franken reingehen. Das sieht man ja auch nicht nur gegen den Euro, sondern auch gegen andere starke Währungen, wie zum Beispiel den US-Dollar. Und das spricht eben nicht unbedingt dafür, dass hier so viele Marktteilnehmer diese Krisenwährung suchen, denn genau wie der Yen ist eben der Schweizer Franken auch ein Safe Haven, also eine Fluchtwährung aus potenziellen Risiken raus, um sein Geld in Sicherheit zu bringen. Und da sehen wir eben auch gerade in den letzten 2 Monaten, dass wir die Marke von 1,10, die wir eine Zeit lang hier in der Range getestet haben, auch deutlich nach unten verlassen haben, hier sogar den Ausbruch sehen. Und es spricht einfach dafür, dass nach wie vor viel Geld in den Schweizer Franken reingeht. Fluchtgeld, um eben in der Schweiz Immobilien zu kaufen, um Firmen zu gründen oder einfach um Gold in einen Tresor zu legen. Und trotz des gefallenen Bankgeheimnisses ist hier tatsächlich das Thema Kapitalflucht sehr groß. Das ist ein Hinweis. Der zweite ist, wie gesagt, der 15. Januar, ein extremes Datum. Und ich schalte mal ganz kurz auf die saisonale Analyse um und teile das Bild auch entsprechend mit dir. Hier siehst du die Seite von Cisonax, die ich ja immer wieder gerne nutze, auch im Rahmen der Ausbildung, die viele von euch schon kennen, von meinem Freund Dimitri Speck, der eben auch hier der führende Experte im Bereich Saisonalitäten ist. Und worauf ich aufmerksam machen möchte, ist einfach die Idee jetzt zu sagen, naja, hier war doch damals im Chart über die letzten 20 Jahre ein super saisonales Event. Also gehe ich vom 10. bis zum 19.
hier entsprechend long den Schweizer Franken und short den Euro. Das könnte man ja jetzt einfach ableiten, könnte das Intervall natürlich auch noch ein bisschen enger fassen und sagen, naja, hier, ich nutze diese Saisonalität aus. Hätte eine Winning Rate von 50%, also 50-50 Trefferquote, aber wenn man sich die Equity Curve anguckt, also hier entsprechend die kumulativen Gewinne, sieht man, dass es eben von wenigen oder eigentlich nur von einem Event geprägt war und das war eben tatsächlich hier der 15. Januar 2015. Auch in der Einzeldarstellung sieht man, hier gab es ein Event, wo entsprechend dann dieser Trade aufgegangen ist und daraus jetzt zu schließen, dass immer der 15. Januar entsprechend der richtige Tag ist, um den Schweizer Franken long zu gehen und den Euro short zu gehen, das ist natürlich Quatsch. Das kann man nicht daran festmachen. Und man sieht es ja auch an den Kennzahlen 10-10 und hier sieht man eben auch diesen einen extremen Ausreißer nach unten, der das ganze Bild verzerrt. Und wenn man den eben hier aus dieser saisonalen Analyse rausnimmt, dann sieht es auch gar nicht mehr so gut aus. Deswegen wichtiger Hinweis, ich trade nie aufgrund ausschließlich nur von Saisonalitäten, sondern wichtig ist, dass ich die Kausalität, also die Begründung verstehe, warum etwas passiert. Wenn es hier ein einmaliges Ereignis ist, also auch die Winning Rate nur bei 50% liegt, was ja auf einen Münzwurf hindeutet, dann weiß ich eben, das ist kein starker saisonaler Effekt, den ich die nächsten 10 Jahre handeln möchte, sondern das ist ein Ausreißer. Also hier auch das Stichwort Median und Mittelwert, was wir auch im Rahmen der Ausbildung noch besprechen werden, das ist eben kein Grund zu traden, sondern das muss man eben auch verstehen, wenn man Saisonalität sich anguckt, wo diese Bewegungen herkommen. Und das passt eben schön heute am 15. Januar. Kurzes Video für dich, kurze Idee, ich fand das Datum spannend, wollte es mit dir teilen. Sei so gut, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video, wenn du wieder magst, hier entsprechend auf YouTube wieder.